Vor wenigen Minuten ist der Blogpost rausgekommen für DMZ, den Mass Faction Loot Shooter von Call of Duty. Und zwar geht's los am 15.02. um 18 Uhr. Ja, wir haben jetzt die Zeit für Deutschland, also 18 Uhr Release, wird ein Pre-Download wahrscheinlich geben. Und alle Inhalte zu Rosen 2, beziehungsweise speziell zu dem DMZ-Modus, jetzt. Fangen wir wieder mal an mit Ashika Island. Ich habe bereits ein Video dazu gemacht. Hier nochmal die Einblendung oben rechts, wenn ihr euch das angucken möchtet, was es Neues geben wird auf der neuen Map Ashika Island. Leider haben wir keine neuen Infos zu der Map selbst, also wie viele Leute jetzt auf die Map können im DMZ-Modus, wurde leider nicht gesagt. Nur, dass die Map rauskommt, alles wie geplant, was sie 30% größer ist als bisherige Maps in dieser Größenordnung. Was sie stattdessen aber gezeigt haben, ist eine neue AI-Einheit, und zwar der Rusher. Und zwar eine Ninja-Einheit, die sich im Close Combat einfach nähern kann und mit einem Messer, mit einer Nahkampfwaffe angreifen kann. Ist wohl sehr schnell zu downen, hat wenig HP und kann im Notfall auch eine Pistole zücken. Leider nur für den Researchen-Modus. Aber es würde so perfekt in DMZ passen, so eine Stealth-Nahkampfeinheit, die dich einfach rusht, wenn du nicht aufpasst. Kommen wir aber zu dem DMZ-Modus, und hier haben die Entwickler gesagt, dass die Spieler auf Al-Masra angefangen haben, DMZ zu spielen, dann übergegangen sind zu Gebäude 21 und sich immer vergrößert und weiterentwickelt hat, eine große Community entstanden ist, die sich sozusagen voller Hingabe dazu breit erklärt hat, den Kontraband-Stash zu füllen mit Waffen und alles Mögliche herausfinden, was auf diesen Maps zu finden ist. Ich finde es sehr interessant, dass sie hier die Community nochmal hervorheben und betonen, dass sie sich weiterentwickelt hat und zwar deutlich gewachsen ist und eine wichtige Community darstellt. Sehr interessant, weil in diesem Blogpost wird sonst gar nicht so in dieser Art und Weise geredet, aber im DMZ-Modus betonen sie das extra und sagen dann gleichzeitig, dass in Season 2 die Operator, also die Spieler, jetzt alle wieder von vorne anfangen mit der neuen Zone Ashika Island. Die Operator haben die Möglichkeit, wieder einen sauberen Neustart hinzulegen, aber gleichzeitig alles zu behalten, was sie sozusagen permanent geunlockt haben, also Skins und Waffen und Blaupausen sowie auch die Waffenslots, die bleiben uns alle. Und hinzu kommt dafür die neue Fraktion Crown. Natürlich nur für die Modern Warfare 2 Besitzer. Hier kommt zusätzlicher Inhalt. Sie haben nochmal gesagt, dass definitiv auch hier neue permanente Belohnungen kommen. Permanent Unlocks, also ein neuer Operator-Skin wird kommen. Waffen-Blaupausen, Weapon-Blueprints und natürlich ganz normale Kontrabandwaffen, wie in den bisherigen Missionsbelohnungen auch. Zusätzlich zu diesen neuen Missionen von der neuen Fraktion Crown werden wir auch die Möglichkeit haben, auf Al-Masra neue Missionen zu spielen, auf Gebäude 21. Sie betonen, insofern man eine Keycard hat, wird nicht genau gesagt, ob Keycards jetzt verbraucht werden möglicherweise. Wir gehen erstmal davon aus, dass sie nicht verbraucht werden. Also mit Keycard auf Gebäude 21 werden Missionen zu spielen sein oder natürlich auf Ashika Island. Gerade auf Ashika Island wird eine neue Mechanik getestet, und zwar der Boss, der jetzt sozusagen seine eigene Basis hat, die sozusagen wirklich herausfordernd einzunehmen sein wird für uns Spieler. Und da kommen wir auch schon zum neuen Boss, nämlich der Bombmacher, der Bombmaker und sein Waffenkasten. Wir werden also seine Festung einnehmen müssen, und das ist eine neue Mechanik in dem Spiel. Mal sehen, wie das funktionieren wird. Allerdings sagen die Entwickler noch nicht, wo sich diese Festung befinden wird. Wir gehen davon aus, dass es die Castle sein wird. Allerdings wird es nicht beschrieben, es wird extra nochmal geheim gehalten. Und es wird nochmal gesagt, dass die Waffenbelohnungen, der Waffenkoffer, der bisherigen Waffenkoffer, erhalten bleiben. Das bedeutet, wir haben keine neuen Waffenkoffer. Die sagen komischerweise, die 14 Belohnungen, das müssten eigentlich 13 sein, wenn ich mich nicht komplett verzählt habe, korrigiert mich. Aber wir haben 7 auf Al-Masra und 6 auf Gebäude 21. Das macht 13. Sie sagen, diese 14 Belohnungen, die man bisher bekommen hat, die werden bleiben. Wir können weiterhin versuchen, die zu bekommen, wer sie noch nicht bekommen hat. Und dazu kommen nur die 9 Belohnungen für den neuen Koffer, sodass man insgesamt auf 21 Belohnungen kommt über Waffenkoffer. Nördlich von Said City bei den Höhlen gibt es einen neuen Point of Interest, und zwar ist hier ein Flugzeug abgestürzt. Wir sehen hier auf dem Bild, wie sozusagen die Exit-Zone, wer sich daran erinnert, in der Mitte ist ein Exit neben der Bunkeranlage, wie diese Exit-Zone jetzt sozusagen durch ein Flugzeug bedeckt wird. Und jetzt wird es interessant, sie sagen, dass neue Einheiten, neue Verstärkungen jetzt eingetroffen sind. Sie reden von Subterranean Areas, also unterirdischen Arealen. Wir wissen, dass die neue Map Ashika Island unterirdische Areale haben wird, aber auf Al-Masra gibt es jetzt keine großen Komplexe. Ich gehe mal davon aus, dass sie das Höhlensystem meinen, wo man in der Regel eigentlich eher weniger hingeht, weil da gibt es nicht so viel zu holen. Natürlich schöne orangene Kisten, keine Frage, aber ansonsten sehr, sehr harte Gegend.
schwierige Gegner und die Belohnungen sind nicht so hoch. Anscheinend scheinen sie diese Region jetzt nochmal aufzupeppen und da passiert irgendwas. Dazu wollen sie aber nochmal extra Informationen raushauen und zwar nennen sie das Ganze ein Tactical Overview. Das heißt, da kommt nochmal irgendwas gesondert zu diesem neuen Areal. Im nächsten Punkt gehen sie dann erstmal auf den Ranked-Modus ein. Ich muss sagen, mich interessiert der Ranked-Modus tatsächlich auch ein wenig. Ein bisschen Ranked spielen, Multiplayer-wertig, macht mir generell Spaß, mich so ein bisschen zu messen, zu gucken, wie weit man kommt. Ist auf jeden Fall sehr spannend und eine nette Sache für diejenigen, die zumindest Modern Warfare 2 besitzen. Außerdem kommen neue Maps dazu, auch für Ground War passiert was Neues, die Invasion-Modus, also der Invasionsmodus, da kommen neue Karten hinzu. Da passiert schon einiges, vor allem in Kombination mit weiteren neuen Modi, da reden wir von dem Infected-Modus, den Gun-Game und dem Hardcore-Modus. Und wer jetzt sagt, ja, Hardcore hatten wir schon, nein, wir hatten bis jetzt den Tier-1-Modus und der Tier-1-Modus wird nochmal sozusagen getrennt von dem Hardcore-Modus. Der Hardcore-Modus hat nochmal andere Eigenschaften wie der Tier-1-Modus. Wir werden nicht im Detail darauf eingehen, aber der Hardcore-Modus ist angekündigt für Start Season 2. Weitere Modi, die kommen werden, sind der Drop-Zone-Modus, der Alles-oder-Nichts-Modus, der One-in-the-Chamber-Modus, eine neue Episode für die Raid, also für den Koop-Modus. Allerdings wird dieser nicht zum Start der Season 2 kommen, der neue Koop-Modus-Level, der die Geschichte auch fortführt insgesamt, sondern mit Season, das heißt nicht direkt zu Start, leider verfügbar sein. Was aber für alle verfügbar sein wird, ist der Weg des Ronins. Und zwar geht es jetzt hier um die eigentlichen neuen Skins, die Samurai-Skins. Und zwar muss man hier 7 Aufgaben erfüllen. Diese Aufgaben sind themenbasiert und haben Bezeichnungen wie zum Beispiel der Weg des Bushido, die Integrität, der Respekt, die Courage, der Ruhm und so weiter und so fort. Und zwar ist das so, wenn man alle diese 7 Aufgaben erfüllt hat, dann bekommt man die neue Waffe freigeschaltet und zwar die Armbrust. Ja, diese Armbrust scheint also wirklich nur über diese 7 Aufgaben erhältlich zu sein, während weitere Waffen natürlich noch dazukommen und die sind teilweise über den Battle Pass zu bekommen. Da reden wir zum Beispiel von dem Sturmgewehr der Hemlock, die im Battle Pass zu erhalten sein wird, zusammen wohl mit einer Blueprint ebenfalls. Dann eine neue Shotgun, die KV Broadside Shotgun, auf der Custoff-Plattform basierend, also auf der AK-Plattform, ebenfalls im Battle Pass zu erhalten. Dann gibt es 2 Nahkampfwaffen, zwar die Kodachis. Ziemlich cool scheint es zu sein, weil man mit diesen Kodachis nicht nur eine Nahkampfwaffe bekommt, sondern auch ein neues Bewegungssystem. Das heißt, man kann wohl mit diesen Messern nach vorne springen, so einen sprungartigen Angriff machen, ist dafür im Gegenzug etwas langsamer insgesamt, kann langsamer laufen und nur langsamer ausweichen. Außerdem ganz cool werden neue Fahrzeuge kommen. Wir sehen hier dieses kleine Hoverboat und ja, das sieht eigentlich sehr, sehr cool aus. Ist aber leider nur für 2 Spieler. Das heißt, da passen wohl keine 3 Spieler drauf. Ich denke aber, dass das kein Problem sein wird. Wahrscheinlich kann sich der 3. Spieler einfach draufsetzen, so wie bei einem Quadbike auch. Damit wird jedenfalls das schnellste Wasserfahrzeug auf der Map eingeführt. Also ähnlich wie das Quadbike soll dieses Gefährt zwar nicht gepanzert, aber dafür extrem schnell sein. Die Endbelohnung für den Battle Pass, also wenn man Stufe 100 erreicht, ist dann diese Ronin-Skin, nennt sich Daniel Ronin Shinoda. Kann man von Anfang an natürlich kriegen, ist die Battle Pass-Belohnung. Und die PlayStation-Besitzer bekommen nochmal einen zusätzlichen Ronin-Skin, sowie viele weitere kleine Extras. Also Sony-Besitzer können auf jeden Fall, also Sony-PlayStation-Besitzer können auf jeden Fall sehr, sehr glücklich sein. Sie werden reichlich beschenkt. Schließlich wird noch das Level Cap erhöht, also wir haben momentan Level 250 und das wird erhöht ab Season 2 Start auf Level 500 und mit den einzelnen Stufen, also 300, 350, 400, 450 und 500, werden auch weitere Challenges freigeschaltet, dass man sozusagen 2 weitere Calling-Karten, also Visitenkarten zum Beispiel freischalten kann und so weiter. Also so ein paar kleine Cosmetics werden ebenfalls dann freigeschaltet mit Erreichen der höheren Ränge. An dieser Stelle noch ganz wichtig, Ränge werden nicht zurückgesetzt, also ihr spielt weiter mit dem Rang, den ihr erreicht habt, mit dem Level, was ihr momentan habt. Also keine Zusetzung an dieser Stelle eurer Level und es kommen sozusagen die Combat Records, also ab sofort werden alle Werte statistisch erfasst von euch. Allerdings nicht rückwirkend über Season 1, sondern über Season 2 angefangen. Das heißt, die Anzahl der Tode, die Anzahl eurer Kills, die Anzahl eurer Siege und so weiter. Alles das wird jetzt öffentlich einsehbar für euch und für andere. Also Einführung des kompletten Statistiksystems. Tja, also am Ende der DMZ-Blog so ein bisschen ernüchternd. Keine wirklich neuen Informationen und so ein bisschen schade, wegen den Waffenkoffern, die keine neuen Belohnungen bekommen. An dieser Stelle übrigens erstmal ganz, ganz wichtig. Vielen Dank an die Kanalmitglieder, die mich hier nochmal ganz besonders supporten. Vielen, vielen, vielen lieben Dank an alle.
Was jetzt den DMZ-Blog angeht, wir hoffen auf weitere Informationen im Laufe der nächsten 24 Stunden. Time is ticking. Ja, die Hoffnung stirbt einfach nicht. Wir wollen gucken, was noch Neues kommen wird. Wir kriegen auf jeden Fall neue Missionsbelohnungen für die Crown-Fraktion. Die Frage ist natürlich, ob die anderen Fraktionen auch einen Reset bekommen. Davon wurde nichts erwähnt. Es wurde generell jetzt alles noch so ein bisschen... Ich habe mir mehr erwartet, muss ich sagen, an Informationen. Vielleicht aber auch gar nicht so schlecht, dass sie das noch ein bisschen hinten raus verstecken und jetzt peu à peu bringen. Dadurch generieren sie vielleicht auch so ein bisschen Hype und wer weiß. Also ich freue mich auf jeden Fall auf den Start von Season 2 und sobald wir Neues wissen, werde ich so schnell wie möglich versuchen, euch zu informieren. Bis dahin, haltet die Ohren steif, bleibt sauber und gesund. Ich sag hasta luego und hasta la vista.